In diesem Video werden viele Szenen aus dem Endgame verschiedener GTA-Teile gezeigt, daher hier die obligatorische Spoilerwarnung. Endbosse gibt es in so ziemlich jedem Game. Ob nun Bowser in Super Mario 64, Ganon in Zelda UOT oder aber auch Magislaus im Spiel Barbie und der geheimnisvolle Pegasus. Auch in den GTA-Teilen gibt es die Antagonisten, die uns meist während des gesamten Spielverlaufs auf den Sack gegangen sind und wir am Ende die Chance haben, sie mit ordentlich Blei voll zu pumpen. Wir reden heute einmal über die schwersten oder auch nervigsten Endfights der GTA-Reihe. Viel Spaß! Endbosse sind schon eine ziemlich nice Sache. Wie in einem Film stellen sie den spannenden Abschluss dar, bei dem meist das Gute über das Böse siegt. In Videospielen ist es die Hauptaufgabe, sich während des gesamten Spielverlaufs auf diesen Moment vorzubereiten. Zu leveln, sich neue Fertigkeiten anzutrainieren, um am Ende dem mächtigsten Gegner des Games gegenüberzutreten. Auf dem haarigen Rücken von David Hasselhoff. Bei Endbossen in GTA ist es etwas anders. Leveling oder Skilltrees gibt es so in der Art nicht. Ziel ist es, der Story zu folgen, bis der letzte Kampf freigeschaltet wird. Dabei ist meist der erste Charakter, den man im Spiel so richtig zu Gesicht bekommt, der Endgegner und der kann, naja, so richtig zum Kotzen sein. Fangen wir also einmal an mit Catalina aus GTA 3. Catalina ist einfach nur eine richtige Bitch in Person. Am Anfang des Spiels hintergeht sie ihren Freund und den Hauptprotagonist Claude Speed bei einem Banküberfall und hätte ihn sogar fast ermordet. Falls ihr sie nicht aus GTA 3 kennt, dann mit Sicherheit aus GTA San Andreas, welches zeitlich vor GTA 3 spielt. Hier verliebt sie sich in den Hauptprotagonisten Carl Johnson. Doch nach etlichen Sadomaso-Spielchen hat Carl keinen Bock mehr auf die Alte. In einer der nachfolgenden Missionen stellt sie uns hier Claude Speed vor, mit dem sie bis zum Beginn von GTA 3 zusammen war. Wie bereits erwähnt, verrät sie ihn hier. In der letzten Mission ist es unsere Aufgabe, sie dann endlich zu killen. Mit Hilfe von Lösegeld müssen wir Maria, also eine andere Frau, nämlich Dida, von Catalina befreien. Nach der Übergabe des Lösegelds hintergeht sie uns erneut und Claude kann nach einem harten Punch auf einen der Kolumbianer fliehen. Hier beginnt aber bereits der Müll, denn es ist einfach unglaublich schwer, von dem Grundstück überhaupt zu fliehen. Ohne Full Life und Schutzweste, das ihr euch von vornherein gekauft haben solltet, geht ja erstmal gar nichts. Und das Beste ist dazu, dass ihr euch nicht mal wehren könnt, da ihr alle Waffen abgenommen bekommt. Wenn ihr nun in der glücklichen Lage gewesen seid, dass ihr lebendig entkommen konntet, folgt eine obligatorische Verfolgungsjagd eines Helikopters. Das einzige Problem könnte ja maximal der Verkehr und die etwas, ja sagen wir mal, gewöhnungsbedürftige Fahrzeugsteuerung und Physik sein. Ziel ist ein Staudamm, bei dem sich Catalina befindet. Bewacht von jeder Menge Kolumbianer mit M16 Sturmgewehren. Solltet ihr also keine Schutzweste haben, dann wird euch das spätestens jetzt zum Verhängnis werden. Mit Hilfe eines Scharfschützengewehrs, das euch die Entwickler gnädigerweise mit ganzen 5 Schuss spendiert haben, habt ihr zumindest eine kleine Chance durchzukommen. Habt ihr eine gewisse Stelle passiert, triggert eine kurze Zwischensequenz, bei der Catalina versucht, mit dem Heli zu fliehen und jetzt geht es nochmal richtig ab. Der Heli umkreist den See und wirft einen Bombenteppich in eurer Nähe aus. Ein anderer Aktivmongo verfolgt euch zusätzlich noch mit einem Laster. Geht nun auf das Gebäude und vernichtet Catalina mit einem schönen Bazooka-Schuss. Und ihr habt es geschafft. Maria haben wir auch mal nebenbei gerettet. Naja, dafür kriegt sie erstmal einen Headshot. Weiter geht's zum nächsten GTA-Teil. Dimitri Raskolov aus GTA 4. GTA 4 ist ein absolut geiles und meiner Meinung nach leider etwas untergegangenes Spiel der GTA-Reihe. Also Leute, unbedingt zocken oder mein 100% Let's Play dazu anschauen.
lohnt sich beides. Naja, wie dem auch sei, der Hauptantagonist in GTA 4 ist hierbei Dmitri Raskolov, der zu Beginn des Spiels als Mikhail Faustins rechte Hand auftritt. Seine Figur wird aber als klassischer Schurke aufgebaut, der nichts auf Moral gibt und nur seinen eigenen Vorteil im Kopf hat und wie eine Schlange alle manipuliert. Nachdem wir Mikhail Faustin getötet haben, verrät uns Dmitri an einen anderen Typen namens Ray Bulgarin. Und es ist einfach alles am Struggeln. GTA 4 bietet euch hierbei zwei mögliche Finalmissionen. Eine allerdings hat es ziemlich in sich, nämlich die Mission A Revenge's Tragedy. Die Mission an sich startet noch ganz easy. Ihr folgt mit eurem Dude namens Little Jacob ein paar Mafiosi-Typen direkt zu einem Gebäude, was früher einmal ein Casino war. Also eigentlich eine ziemlich geile Location. Dort angekommen geht erstmal eine riesige Ballerei los. Also unbedingt vor der Mission noch einmal ordentlich beim Ammunition shoppen gehen. Nachdem wir den Laden etwas aufgeräumt haben, folgt eine Zwischensequenz, bei der Dmitri einen Typen namens Jimmy Pegorino, der kurze Zeit ein Partner von ihm war, einfach mal so abballert. Wir folgen Dmitri aufs Dach und zum Bootssteg, bei der noch einige Ballersequenzen folgen und sehen, wie Dmitri in einen Heli steigt. Nun müssen wir ihm mit einem Boot folgen und jetzt beginnt der schlimme Teil der Mission. Nach einiger Zeit kommt nämlich Little Jacob, also unser Dude von vorhin, mit einem Heli, um uns zu helfen und ihr müsst euch nun unter diesen Heli positionieren und euch hochziehen. Und das ist genau diese Stelle, die viele Spieler fürchten. Denn ihr müsst nun die Leertaste spammen und diese Stelle ist einfach mega verbuggt. Wenn man so ins Internet schaut, berichten sehr, sehr viele Spieler, dass sie mehrere Anläufe gebraucht haben, um das Hochziehen überhaupt zu schaffen. Man müsste einfach nur zu schnell auf die Leertaste hämmern und das Zeitfenster für den Versuch, sich hochzuziehen, ist einfach mal extrem kurz. Bei mir hat es zum Glück beim First Try geklappt, aber bei anderen Spielern hat es wohl nach dem fünften Versuch ungefähr so ausgesehen. Wenn ihr dann aber mit einer kaputten Tastatur weitergekommen seid, könnt ihr als Belohnung Dmitri ins Jenseits befördern. Diesen Tod hat er aber auch nach dieser Mission redlich verdient. Habt ihr noch Lust auf eine Zusatzfolge? Schreibt mir doch gern einen Kommentar mit dem Hashtag Boss und eurem schlimmsten Boss der GTA-Serie. Hier geht's spannend weiter zum GTA 5 Eisberg mit sämtlichen Mythen rund um das Game. Vielen Dank an dieser Stelle und Grüße gehen raus an ShadowCav1999 für die Kanalmitgliedschaft als VIP. Wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. Bis dahin, macht's gut und ciao.